Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Unity und dem Beagle. Ich habe mich jetzt ein paar, naja, die Kiste jetzt nicht gerade, aber ich habe mir hier diese Kokarden oder was das ist hier geholt. Hier habe ich Kischt, Wappen und Kokarde geholt. Hier das hier meine ich, der Kokarde, so heißt es wirklich. Und jetzt können wir direkt zu der Quest gehen. Ich bin nämlich neugierig, was diese Quest ist, weil ich weiß es nicht mehr. Er rennt aber auch genau dahin, wo ich gar nicht hin will, ne? Wie immer. Anno, Anno, rennt einfach an den vorbei oder wie? So. 9 von 45. Ich nehme an, es gibt wieder Kohle, weil ich glaube, dass wir alle Sachen, die wir hätten bekommen können, schon daraus bekommen haben. Also wird es jetzt immer Kohle geben. Wobei Kohle jetzt auch nicht das Schlechteste ist auf der Welt, wenn ich ehrlich bin. Gerade wenn ich meine Ausrüstungspläne in Erinnerung rufe. Ach du! Hi. Mon cher, habt ihr von der Purpurrose gehört? Nein. Er heißt Sir Reginald und tut, als sei er ein Dorftrottel. Doch er ist sehr geschickt darin, Leute vor der Guillotine zu retten. Was de Ich facto nicht traue schlecht ihm nicht ist. ganz. Ich will, dass ihr ihn vor einem Hinterhalt rettet, damit er in eurer Schuld steht. Welcher Hinterhalt? Jener, der in seinem Zuhause auf ihn wartet, im Hotel Phoebe. Rettet ihn, dann verschafft er euch vielleicht Zugang zu seiner Geheimgesellschaft. Ich soll jemanden retten, der eigentlich gar nicht in Gefahr wäre? Okay. Na gut. Ich weiß, dass du hier irgendwo Geld hast. Wo? Ja, nun, ne? Im Vorbeigehen noch mal kurz einen Bürger gerettet. Wer kennt's nicht? Bist du der, den ich retten soll, oder? Nein? Na gut. Ich würde auch den Hund retten. Das könnte ich machen. Wie geht's dir, Freund? Seid ihr hier, um Sir Reginald zu treffen? Ja. Wolltet ihr der Purpurliga Ja. beitreten? Guter Mann. Ja. Ah, mein Freund. Hallo. Dann du da vorne. Hallo. Die Purpurliga? Vielleicht bin ich Mitglied. Vielleicht aber auch nicht. Ein Hinterhalt? Ich darf nicht verhaftet werden, wo doch eben alles so läuft wie geplant. Ihr, Sia, helft mir, sie zurückzuschlagen und seid meiner Dankbarkeit gewiss. Mach ich. Ihnen nach, Männer! Tötet die Fu. Ich habe ihn verteidigt. Oder ist das nicht der Hinterhalt, der gemeint war? War das nicht der Hinterhalt, der gemeint war? Wo rennt der hin? Kumpel, wo rennst du hin? Wo kommen die auf einmal alle her? Wo ist der Typ, den ich verteidigen soll? Verteidigt sich selbst aber auch schon ganz gut, ne? Wo ist der, den ich verteidigen soll? Ich sehe ihn dann im ganzen Chaos einfach nicht. Was für eine Massenkeilerei, ey. Er schießt. Okay, der. Aua. Habe ich meinen Job gut gemacht? Wieso rennt er weg? Wo rennst du hin? Kumpel, bist du bescheuert? Hallo, bist du doof? Habe ich gefragt. Hallo, warum? Oh. Warum rennst du? Ach so, ich soll den umbringen. Ja, dann mache ich das doch. Hörst du jetzt auf, wegzurennen? Gut gemacht. Ihr scheint die Sorte Mann zu sein, die ich in meiner Organisation brauche. Ich werde bald auf euch zurückkommen. Na dann. Ich habe nur 400 Livre dafür gekriegt. Das ist doch eine Sauerei.
Man sollte mich teurer verkaufen, verdammt nochmal. Die Rückkehr der Purpurrose. Komm, die machen wir jetzt auch noch direkt. Woher könnte ich das hier einsammeln, wenn ich eh schon dran vorbeigehe, ne? Ja. Die Rückkehr der Purpurrose. Da komme ich nicht durch. Ihr wollt doch nicht mich veräppeln, dass ihr jetzt schon aggressiv seid, obwohl ich nur an euch... Ich könnte dich daran aufknüpfen. Wie wär's? Immer diese unhöflichen Menschen, die mich für nichts umbringen wollen. So, wo ist dieses Kokardending? Kokardending, Kokardending, wo bist du? Auf dem Balkon. Im Balkon. Das war easy going mit abholen. Und dann können wir auch gleich die Quest da vorne machen. Arno, lass doch bitte die Wand los. Man läuft normalerweise nicht Wände entlang. Da seid ihr ja. Da bin ich. Ich brauche ein wenig Hilfe. Der Comte Choisy soll heute verhaftet werden. Aber er ist ein Ehrenmann. Er hat die Guillotine sicher nicht verdient. Die Purpurliga und ich sind leider beschäftigt. Könnt ihr die Verhaftung verhindern? Er lebt auf der Rue des Bars, südlich der Saint-Gervais-Kirche. Okay, ist es weit weg. Weit genug, als dass es aussieht, als stände da eine 600. Hör mir zu. Ich lass mich nicht von euch umschauen. Oh, da muss ich eben... Au! Du kannst dich nicht verstecken, toter Mann! Ich bin kein großer Mann. Ich bin mehr so Durchschnitt, glaube ich. Oh, so viele auf einmal. Aber das ist da, wo ich hin muss, fällt mir gerade auf. Ist doch gut. Dann kann ich ihn doch direkt mal befreien. So. Sperrgebiet betreten. Ja, ist nicht so tragisch. Zu spät. Verdammt. Mal sehen, was ich drinnen finde. Drinnen, 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 drinnen. Ich wollte doch sagen, interagier damit. Arno? Wer ist da? Ich komme nicht raus. Sie nahmen ihn mit, meinen Ehemann. Sie brachten ihn fort Richtung Kirche und sprachen von der Guillotine. Okay. Aber warte mal, die geben mir das Fenster ja nicht aus Langeweile. Wenn ich den jetzt nicht gerettet bekomme, und ich weiß gar nicht, ob das eine Möglichkeit in diesem Spiel ist, hasst mich dann der eine Typ mich? Kommst du auf die Guillotine? Hier ist so viel los, dass ich gar nichts richtig machen kann, wenn ich ehrlich bin. Ihr habt es verdient. Du und deinesgleichen. Oder auch Zeit, dass jemand kommt. Guter Gott! Okay. Sehr unhöflich dafür, dass er angeblich ein Edelmann sein soll. Jetzt ist da hinten eine, die Purpurdämmerung. Okay, schauen wir doch mal. Ich soll die Purpurrose erledigen? Warum? Ich dachte, der war jetzt nicht so höflich, den ich gerettet habe. Es verdichtet sich, dass der einfach nur Männer nach Gutdüngen rettet, die ihm zum Vorteil gedienen kann. Das ist. Aber gut, wenn das daran endet, dass ich die alle töten soll, dann ist das in Ordnung. Uff.
Am Ende des Tages ist es mir egal, wen ich umbringe, solange die Kohle stimmt. Wie? Hat mich Cyberpunk gelehrt. Hey, das gehört mir! Hilfe! Irgendwer! Oh, Anno, nein. Da läuft ein Dieb! Wieso, er liegt doch hier, Mademoiselle. Aber cool, wenn wir die Quest jetzt noch machen, haben wir 3 Quests in einer Runde geschafft. Und dann verspreche ich hoch und heilig, nächste Mal gehe ich zurück zur Hauptquest. Ich fand es jetzt wichtig, dass ich soweit alle 3 Sterne-Questen mache. Ich habe beunruhigende Neuigkeiten über die Purpurrose. Der Mann, den ihr gerettet habt, Comte de Choisy, ist ein Templer. Alle Adligen, denen die Purpurrose half, sind Templer. Ich hörte, dass der Comte auf einer Barke aus Paris herausgeschafft werden soll. Sie ankert beim Hotel Fiobet, sorgt dafür, dass der Comte nicht entkommt. Dann eliminiert die Purpurrose. Also bist du auf der Assassinenseite? Na dann. Aber haben wir nicht erst noch gelernt, dass die Moral der Geschichte ist, dass nicht alle Templer schlecht sind? Gut, der klang jetzt sehr unhöflich, gebe ich ja zu, aber... Was ist los, Anno? Danke. Aber so im Generellen kann es doch nicht Sinn und Zweck sein, alle umzubringen, oder? Oder? Du musst die nur komisch von der Seite angucken und schon sind sie angepisst. Mich? Ach nein. Einen Moment. Du hältst es nicht auf. Bam. Au, der schießt auf mich. Sag mal. Kann ich auch. Oh. Das war gut, denke ich. Aber der hat bestimmt Kohle dabei, behaupte ich. Hat er nicht. Dafür lasse ich an dir aus. So nämlich. So. Was hast du dabei? Das gleiche Geld. Wir haben alle immer das gleiche Geld dabei. Abgesprochen. Haben sich morgens noch so unterhalten. So, und wie viel Geld nimmst du heute mit? Ja, genau 77 Lire. Ah, dann nehme ich auch 77 Lire mit, wenn du 77 Lire mitnimmst. Am Ende hatte der erste gar nicht 77 Lire dabei, sondern es war nur irgendwas mit 70 Lire und ich habe einfach nicht drauf geachtet, weil Unaufmerksamkeitsbeagle. Assassine. Ja, da hast du recht. Könntet ihr bitte mit ein bisschen mehr Werf kämpfen? Ich besorge euch ein angemessenes Totenhemd. So? War es denn wirklich so schlimm vor der Revolution? Offensichtlich war es sehr schlimm vor der Revolution, sonst, ich durfte ihn nicht zu Ende plündern. Das ist tragisch. Jetzt habe ich noch 6 Minuten. Was kann man in 6 Minuten denn für eine schnelle Quest machen? Oh, okay. Was habe ich denn da? Habe ich da einfach komplett einen dramatischen Abgang? Alte Habits ablegen. Dann mache ich mal die 1-Sterne-Mission. Habe ich anscheinend vergessen. Ich habe anscheinend einfach dieses gesamte Ding vergessen. Ach man. Nacken tut weh. Ich muss bestimmt nach oben. So eine 1-Sterne-Quest geht in aller Regel recht zügig. Aber die gibt 700. Alexandre. Was ist das denn? Ist das weit weg? Ist das weit weg, ja.
Gibt es einen Schnellreisepunkt dahin? Na, es gibt zumindest einen Schnellreisepunkt bis zu einem gewissen Punkt. Dann haben wir das weg und dann kommen wir danach weitermachen. Es ist so verwirrend, wenn man eine Retour, aber auch gleichzeitig eine Bestellung bei einem Versandhandel im Auftrag hat. Und du denkst, ist das jetzt meine Retour oder ist das jetzt meine Bestellung? Hallo, bon Quark. Aber nein, meine Bestellung wird losgeschickt. Irgendwo ist ein Verbrechen im Gange, but I don't care. Was ist denn meine Aufgabe? Den Schmuggleranführer finden und dann töten? Wenn ja, das geht schnell. Wenn ich ihn belauschen muss, dann eher nicht so. Bei meinen Stealth-Künsten. Den Schmuggler-Anführer finden. Das ist meine einzige Aufgabe. Na gut. Komm ich denn da rein? Wie komme ich hier in dieses Gebäude rein? Ist hier irgendwo ein Fenster offen? Dann kletter ich jetzt erstmal da hoch. Ich glaube, dann haben wir erquickend viele Nebenquests gemacht. Da unten sind Minas. Wo kommt das Ding her? Aus einer Kirche. Aus einer Kirche. Sollte gutes Geld bringen. Kann ich ihn treffen? Aua, aua. Okay, ich komme runter zu euch. Ist ja gut. Ich verstehe nicht viel von Kunst, aber ich weiß, was mir gefällt. Au! Hast du Geld auf der Börse? Hab ich. Ist mir egal. Du kommst eh nicht dran. Irgendjemand will mich schon wieder umbringen. Also per Waffe umbringen. Aua! Aber nein! Gut. Dabei habe ich doch ihr Leid relativ zügig beendet. Also was denn? Hätten sie blutend da gelegen, hätte das deutlich länger gedauert und wäre schmerzhafter geendet. So nämlich. Runter, 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 runter. Niemand hat was mitbekommen, weil es war ja in einem Hof. Zack. Seht ihr, so schnell kann man auch die vierte Quest regeln. Die hat sogar 700 gegeben. 700, die ich direkt wieder... Nein, ist mir egal. 700, die ich eigentlich direkt wieder in den Shop verwenden kann. Da wir immer noch keine 20 Minuten... Ich habe noch immer nur 2 Minuten Zeit. So schnell ging diese Quest. Wahnsinn, oder? Sag mir. So. Dann werde ich jetzt in dem Shop da kurz einkaufen gehen und dann reisen wir wieder zurück zu unserem Café. Der Dreh... Und sammeln das Geld da ein und dann schauen wir mal, ob wir uns jetzt schon ein neues Ausrüstungsteilchen kaufen können. Wenn wir das Ganze hier so eingesammelt haben. Giftgas, Raubbomben, hab ich. Munition. Und Medizin dürfte es sein. Aber wir können uns holen. Aber das wird natürlich viel einfacher, wenn wir mehr Kohle beisammen haben. Jetzt können wir uns nicht mehr holen. Gut. Close enough. Café Theatre. Ne, ohne Witz, wo ist das? Da oben. Danke. Ah.
Eigentlich müsste der Timer jetzt sagen, yay, du bist fertig. Ja. Hat er auch gesagt. Aber wir holen jetzt noch die Kohle und die Ausrüstung, die ich holen wollte. Für die Kohle. Von der Kohle, nicht für die Kohle. Wir arbeiten uns dann nämlich Stück für Stück vor, bis wir komplett neu eingekleidet sind. Bonsoir, Monsieur. Bonsoir. Wir müssen nur immer genug, also bevor ich solche Aktionen starte, müssen wir nur immer genug haben. Falsch. Nicht Fähigkeiten aus. Nein, auf gar keinen Fall. Ausstattung. So, ich wollte nämlich, meine ich, erst den Kopf machen. Das war auch mit das teuerste, was ich hätte machen können. Welches war es denn jetzt nochmal? Legendärer Militärumhang? War es das? Ne, das hier war es. Legendärer napoleonischer Umhang war es. Oh ja, das war der, meine ich. Verbesserung kostet 10.000. Dann ist als nächstes die Brust dran. Das wäre das hier mit 16.000. Das super scheiße aussieht. Unterarme habe ich, glaube ich, schon. Nee, habe ich nicht gemacht. Was wäre es denn da, was ich so haben möchte? Irgendwas, was idealerweise auf gesund. Das wäre die legendären Banditenarmschienen. Ich sollte mir das irgendwann mal aufschreiben. Taille habe ich ja schon gemacht. Dann wird da noch Bein. Ich habe fürs Bein ehrlich gesagt noch gar nicht geguckt. Das sieht scheiße aus. Meisterlich. Gibt es auch was Legendäres? Legendär. Banditenhose. Warum sind es immer die Banditensachen, die gar nicht schlecht sind? Nur zur Erinnerung, eine Einladung zum Abendessen. Okay. Don't know. Wäre aber auch eine Possibilität. Legendäre Laura-Kniehose. Kostet aber auch alles so viel. Es ist halt einfach so. Da ist das hier fast schon am nächsten dran. Oder das hier halt eben. Aber das sind so meine Pläne, bis wir dann an Arnauds richtige, die wir nach der Kampagne kriegen. Gut, ihr Lieben, dann wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag und haut rein.